Jetzt. So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West. Beim letzten Mal haben wir ja diesen, den Leuten in Rheinklang geholfen. Und haben ja gut auf die Fresse bekommen von diesem großen, fetten, ja, Dingsbums. Von diesem Riesenlümmel. Der ist ein bisschen zu stark für uns. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Aloy ist zwar eine tough Lady, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der ist mir über. Der hat uns ja durch die Gegend geschmissen wie ein benutztes Kondom. Und die Viecher da unten sind jetzt auch nicht unbedingt relevant. Aethas-Koordinaten. Also folgendermaßen, kleine Zusammenfassung. Wir sind ja nach den Geschehnissen von Zero Dawn, sind wir ja weitergezogen, weil wir dachten, dass Silence den Hades, der für die ganze Ausrottung hier verantwortlich war, mitgenommen hat, beziehungsweise Scheiße gebaut hat. So, das hat ja nicht so ganz geklappt. Und ja, jetzt müssen wir ein Backup von Gaia, diejenige, die ganze Welt wieder formt, hochladen. Und wir sind bei sind komischen Leuten begegnet. So, diese komischen Leute sind natürlich wesentlich über uns und machen uns das Leben schwer. Ich würde aber gerne mal gucken, ob ich den Leuten hier in Rheinklang vielleicht helfen kann. Sind wir damit eigentlich durch? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Rheinklang ist einfach wunderschön. So, es hört sich einfach wunderbar an. Es sieht super aus. Das kann ich nicht oft genug betonen. Ein Schwimmbad oder ein Kurort. In diesem Stil würde ich echt nicht nein sagen. Ich will nur mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. So, machen wir uns mal schnell hier hoch. Das ist super, dann zeig mir mal, was du hast. Flüsterjäger. Ja, den brauchen wir nicht. Kriegsbogen brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich meine, ich hätte die beim letzten Mal abgegrast. Können wir irgendwas upgraden oder sollte ich mir vielleicht mal Waffen-Upgrades? Ja, zwei, super. Ja, gut. Die Klebesprengschleuder brauchen wir jetzt nicht unbedingt und den Werfer auch nicht, weil ich ja schon auf die seltenen Pfeile zurückgegriffen habe. Aber Outfits können wir noch upgraden. Hier. Das sieht doch nicht schlecht aus. So, jetzt müssen wir nur gucken, was denn besser ist. Ich finde, das Outfit hat so von. Das passt hier rein. Das ist ja auch das passende Outfit dafür. Wir sind hier beim Stamm der Utarus. Und dementsprechend ziemlich entspannt. Eigentlich so ein bisschen schade um das Volk hier, weil die kommen ja eigentlich mit Ernte super aus. So voll die Hawaiianer sozusagen als Veganer. Nur durch die bedrohende Dürre sind sie halt echt, wie schon gesagt, die Krieger und die. Und das Volk wird immer dünner. Da müssen wir was tun. Ich hoffe nur, dass wenn wir jetzt die einzelnen Bestandteile der Unterfunktion von Gaia zusammenfügen, dass wir das dann hinkriegen. Und wie gesagt, hier rausbleiben. Das ist nicht gut. Ja, ich versuche noch irgendwie das Beste rauszusetzen. Aber den brauche ich, finde ich, gar nicht schlecht. Den könnte ich mir hier fürs echte Leben auch gut vorstellen, dass man zur Geburt einen Saatgutbeutel bekommt. Um dann dieses Saatgutbeutel, damit wird man dann beerdigt. Und mit dieser Beerdigung wirst du dann einfach ein Teil des Lebens. Alles klar, Sakura. Also für die YouTuber, ich bin jetzt noch mal in einem Aufnahmestream. Um einfach den anderen auch zu zeigen, dass ich nebenher noch was spiele. Schade, Sakura. Ich dachte, du würdest noch ein bisschen weiter gucken, um dir das Spiel mal anzugucken. Aber wir müssen jetzt hier weiter. Wir müssen jetzt 500 Schritte in diese Richtung. Ja, die Frage ist, was mache ich mit
dem Donnerkiefer da unten. Frost würde viel Schaden verursachen. Was haben wir denn hier? Ein Geier. Der Große, der wird mich wegklatschen. Level 30er Donnerkiefer. Schwach gegen Säure. Oh, du Ratte! Fuck. Yo! Alter! Lutsch mir doch die Rosette wund, ey. Fuck. Ja. Der one-hittet mich. Ich glaube, dem sollte ich so leicht aus dem Weg gehen. Der macht dann doch Aua, Bo, Aua. Also lieber schnell weg. Aber die Grafik ist schon geil, ne? Also da muss man einfach sagen, finde ich der Hammer. Du bist einfach zu lange an Ort und Stelle. Eieiei. Ja, ich bin, was das angeht, nicht unbedingt perfekt, aber der muss mich auch nicht two-hitten. Ich meine, komm schon. Wären wir Zero Dawn mit auf super schwer. Nicht auf ultraschwer, sondern auf superschwer gespielt haben, sind wir hier auf normal. Und ich habe das Gefühl, die haben da hier echt den Schwierigkeitsgrad leicht verwechselt. Ich würde gerne schnell speichern, danke. So. Das Problem ist, ich kann diesen Langhals hier noch nicht kriegen. Da fehlt mir irgendwie eine Fähigkeit. Und ja, ich habe das öfter schon angesehen. Zu viele Fähigkeiten machen das Spiel auch ein bisschen zu komplex. Ich meine, warum brauche ich 6 verschiedene Waffen? Und das mit dem Klettern, naja. Gecko! Sag mal. Nähere mich Ethers Standort. Gaia sagte, er wäre in einer Art physischem Prozessor. Stimmt, wir haben ja jetzt mit Gaia persönlich gesprochen. Physischer Prozessor, na dann. Die behalte ich als Vorrat. Bin ich mal gespannt. Das sieht doch schon einladend aus. Hab so das Gefühl, der Prozessor ist nicht alleine. Dieses Wasser sieht sehr vertrauenswürdig aus. Nicht. Also freiwillig würde ich da nicht drin... Stein, was haben wir hier? Dschungelgolddorn. Okay, das ist wieder irgendwas anderes. Dann wollen wir mal... Eine alte Ruine, die zur Tenakt-Festung wurde? Könnte Aether da drin sein? Okay, ich hoffe. Zu sehen wird nicht einfach, wenn überall alte Nacktkrieger sind. Warte mal, da liegt doch noch ein Datenpunkt. Der F-38 Razor Wing ist eines von nur 4 erhaltenen Flugzeugen, die von der Joint Task Force 10 in der Heißzonenkrise eingesetzt wurden. Das VTOL Mehrzweckkampfflugzeug der 6. Generation war sie auf Luftüberlegenheit, Angriffsmission, Luftunterstützung, Luftnahunterstützung, elektronische Kriegsführung und Informationsbeschaffung ausgerichtet.
dem Museum freundlicherweise zur Verfügung gestellt von den Medina, von der Medina-Gesellschaft für die Geschichte des Südwestens. Was haben wir hier? Ein Kartenpunkt? Ja, komm, ich werde das jetzt nicht alles lesen. Hallo? Wir sind hart wie Stahl. Regalas Truppen erscheinen jetzt vielleicht stark, aber... Ihre Maschinen töteten meinen ganzen Trupp. Vergiss nicht die Visionen. Die Alten wählten ihren Kampf nicht. Dennoch blieben sie standhaft. Bist du dir sicher? Du willst, was wir wissen. Nicht. Und wir auch nicht. So, Mutti. Wir sind da. Maschinen, kein Problem. Du bist gekommen. Na klar. Du weißt, wer ich bin? Oh, die Kriegerin mit dem Haar wie Feuer, die Regalas Champion in Fahrlicht besiegt hat? Immer. Ja. Du bist uns bekannt. Ich bin Decker, Kaplanin des Tiefland-Clans. Willst du zu Häuptling Hikaru? Nicht ganz. Ich brauche etwas von hier. Was immer du brauchst, wird der Häuptling erfüllen. Komm. Eine der Visionen, die du erwähnt hast? Ja. Die Berichte der Zehn. Ich zeige sie dir, wenn du magst. Auf dem Weg zum Häuptling. Na, waren wir mal direkt weiter. Gehen wir zu Häuptling Hikaru. Er ist im Thronsaal. Am Ende des Hains. Ich habe so das Gefühl... Sei wild. Die Stimmen sind im Vergleich zum Rest relativ leise, aber warum? Ist eigentlich alles... Was kann ich eigentlich für Grafik einstellen? Auflösung bevorzugen, Leistung bevorzugen. Kommen in den Berichten der Zehn. Es müssten jetzt 30 FPS sein, aber dafür wesentlich hübscher. Nee, ich will lieber mehr FPS. Das Spiel sieht so schon geil genug aus. Es ist defekt. Unvollständig. Die ganze Wahrheit ist für uns verloren. Es ist die Pflicht eines Kaplans, die Visionen zu deuten. So gut wie möglich. Geh zum Thronsaal. Die Zehn waren treue Soldaten, die zusammenarbeiteten und ihre gemeinsamen Pflichten teilten. Muss ich mir die jetzt einfach noch angucken? Als es Zeit für den Kampf war, stiegen sie in den Himmel auf und erlangten schnell Ruhm. Alle Tenakt wollen ihrem Beispiel folgen. Vor dem Häuptling war dies eine der wenigen Sachen, die die Clans gemeinsam hatten. Aha. Also wenn man versucht, da irgendwas rauszufiltern, nein. Was haben wir? Jetzt das Original der Präsidentenverfügung. 373H, was die vom Kongress bewilligte Notstandsermächtigung nutzte. Ja, komm, Evakuierung, pipapo, interessiert mich jetzt relativ wenig. Ah, hier gibt es also verschiedene Versionen. Verstehe. Wahrscheinlich irgendwie so eine Legende oder so von irgendwelchen, die wahrscheinlich im Krieg, so Leute, die sich das im Krieg gemacht haben. Worum geht es darin? Die Zehn führten im Herzen der Wüste Krieg gegen ihren Feind. In einem lebensfeindlichen Gebiet. Ich muss mir den Scheiß jetzt anschauen. Überraschenderweise hatten sie Erfolg. Der Wüstenclan folgt ihrem Beispiel
Na dann. Du musst ihr Gebiet auf dem Weg hierher durchquert haben. Ja, kein Problem. Ja, sie wirken ein bisschen extrem. Das wäre für sie ein Kompliment. Wir laufen uns erneut über den Weg. Während ihres Kriegs erklommen die 10 steile Felsen in beißendem Schnee und Wind. Sie machten vor nichts Halt, um die Iren zu schützen. Das ist gut. Du lässt sie unbesiegbar klingen. Das waren sie nicht. Doch die Visionen erzählen uns von ihrem Mut und ihrer Stärke. Etwas, das unsere Soldaten anstreben. Na dann. Der Himmelsklan verehrt besonders diese hier. Sie lassen sich in den Bergen nordwestlich von hier nieder. Sei gegrüßt, Aloy. Ah, Natika. Na klar, Mädchen. Natika, du hast es geschafft. Du bist Mitglied der Wache geworden. Keine leichte Entscheidung, aber ja. Nachdem du weg warst, haben wir Kentok beerdigt und ich habe über seine Worte nachgedacht. Er hat seinem Clan, seinem Stamm, so gut wie möglich gedient. Das muss ich auch machen. Das ist super. Er wäre bestimmt stolz. Und er würde mich tadeln, weil ich mich habe ablenken lassen. Naja, ein bisschen. Ich meine, also komm schon. Danke nochmal, Aloy. Wenn das Gelbe nicht oben wäre, hätte sie die Deutschlandfahne im Gesicht. Könnte fast zu WM fahren. So, wollen wir mal gucken. Lass mich raten, ich muss jetzt jedem Scheiß hier. Jeden Projektor hier angrabbeln. Die Alte erzählt mir was dazu. Von 10 irgendwelchen Leuten, die mal irgendwo irgendwie Stress gemacht haben. Oder sich haben irgendwie feiern lassen. Hallo, ich hab. Das ist nur Datenpunkt, ne? Hi, Andi. Kannst du die zuständigen Leute aus der Wartung der Aufsicht vom Sicherheitspersonal bitte über die neuen Öffnungs- und Schließungsprotokolle informieren? Dvorak und Schenek von Musek wissen schon Bescheid. Danke, alles klar. Ja, aber ich würde mal sagen, die Nakita, die würde da in Katar durchaus aufräumen. Weil gerade jemand schrieb, besser nicht, sie ist eine Frau und Katar ist nicht gerade frauenfreundlich. Und das stimmt, aber die Nakita, die zeigt den Jungs da schon was los ist. Zum Glück ist das nur optional, aber ich will echt alle Dingsbums haben. Soldaten in einem Dschungel. Waren das die 10? Ja, sie wussten das Dickicht des Dschungels zu nutzen, um den Feind abzulenken und den perfekten Moment abzupassen. Vor einigen Generationen nahm mein Tiefland-Clan sie als Vorbild, als sie den Dschungel im Südwesten eroberten. Also hier haben sich also die Tenakt gebildet und haben dann immer von irgendwelchen Marines oder sonst was, von irgendwelchen 10 halt jeweils das passende Gebiet ausgesucht. Also da waren 10 Stück, die waren einfach sozusagen höchstwahrscheinlich. Hey, Fremde! Angeblich kann man mit dem Relikt, das du trägst, die Stimmen der Alten hören. Ist das wahr? Ich kann mit dem Relikt auch durch deine Kleidung gucken, Mädchen. Hallo. Entschuldigung. Du hast eine Aufnahme der alten Welt? Diese Kiste spricht mit den Stimmen der Alten. Aber jetzt ist da vor allem Lärm. Ich seh's mir mal an. Woher hast du das? Wir haben sie von einer Osaram-Stöberin. Sie wollte sie und andere Artefakte aus dem Tenakt-Gebiet stehlen. Die anderen wollten sie mit ihr im Sand begraben. Aber dann habe ich die Stimmen gehört. Tja, die Daten hier sind schwer beschädigt, aber... Delta Juliet 9, Feuer frei zum Angriff auf den Schwarm. Waldmanns Halt. Jäger. Verstanden, wir besorgen Zero Dawn die nötige Zeit. Delta Juliet 9, Ende. Okay, verstehe. Die Stimmen der Krieger aus der Vergangenheit. Und diese Osaram wollte sie für Scherben verkaufen. Die Tapferkeit der 10 darf nicht vergessen werden. Ich bin nicht sicher, was du mit den 10 meinst. Diese Stimmen kamen aus der letzten Schlacht der Alten. Noch eine Schlacht?
Ich könnte mehr darüber erfahren. Ja, Genjin ist auch nur eine Nachmache, Yuna. Die Stöberin sagt, dass es in den Trümmern alter Flugmaschinen weitere Aufnahmen geben könnte. Sie sagt, sie wüsste, wie man sie findet. Aloy sieht da viel besser, sieht da besser aus als ein Genjin. Das stimmt aber ja allerdings. Damit könnte ich die anderen finden. Wenn du das schaffst, bring sie wieder her. Ich sorge dafür, dass sie mit Respekt behandelt werden. Welche Opfer diese alten Soldaten auch gebracht haben, wir werden sie würdigen. Alles klar, Untala. Das respektiere ich. Wenn ich mehr dieser Aufnahmen finde, bringe ich sie zu dir. Ich glaube, da sind sie auch in guten Händen. Was ist hier? Können wir das aktivieren? Ah ne, hatten wir schon. Genau. So, neuer Datenpunkt. Wunderbar. Daten beschädigt. Ja, ist mir auch eigentlich relativ. Frage ist nur, wo muss ich hin? Muss ich der alten hier, dieser Truller, folgen oder muss ich einfach hier weitergehen? Mein Fokus kann Funkbarken aus diesen Aufnahmegeräten finden. Das sollte mir helfen, andere zu finden, die noch da draußen sind. Mitarbeiteranweisung. Achso, ja, von da kamen wir. Achso, ja, hier. Was ist das? Er wurde vom Häuptling dort platziert. Frag ihn, wenn du neugierig bist. Es ist seine Geschichte. Okay. Na dann. Kann ich den irgendwie... Nee, besser nicht. Ich soll lieber mal mit dem Häuptling sprechen. Willkommen in der Halle der Helden. Dieser Raum erinnert an Roberto Medina. Und der den Feldzug gegen die Regierung und ihre Flotte von General Synthetics Kampfdrohnen finanzierte und anführte. Ja, genau. Da haben sie mit Geld um sich geschmissen und feuerfrei. Der Häuptling ist drinnen. Bist du bereit für ihn? Warum nicht? Bin bereit. Gut. Komm. Ich darf jetzt nur nicht die Zeit vergessen. Weil ich ja eigentlich im Stream gewohnt bin, einfach auf Aufnahme zu drücken und die Zeit zu vergessen. Das ist ja bei... hier bei Zero Dawn jetzt nicht der Fall. Aha. Es ist unter dem Thron. Das wird, glaube ich, nicht ganz einfach, da hinzukommen. Ich sehe dich bald, Fremde. Warum hast du deinen Arm verloren? Die Retterin von Meridian. Yep. Es heißt, du hast Regalas Truppen vor Fahrlicht abgewehrt. Klar. Und ihren Champion Grodda besiegt. Im Zweikampf. Ach, den schnupf ich weg wie Koks unter meine Vorhaut, Mann. Ich traf auch Verschaff dort. Er beschrieb dich als Ehrenmann und Krieger. Sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust von vielen. Wir werden noch lange am Massaker an unseren Marschällen leiden. Doch wenn du uns jetzt deine Dienste anbietest, wäre das eine große Hilfe. Nein, ich will nicht für euch kämpfen. Ich brauche etwas aus diesem Keller. Etwas, das viele Leben retten wird, auch deins. Man kann es zwar nicht sehen, aber es ist da. Ich habe es gesehen. Jetzt kenne ich deinen Preis. Nun nenne ich dir meinen. Meine Marschälle sind tot. Ich brauche deinen Speer. Hilf mir, meine Feinde zu besiegen, und ich gewähre dir Zutritt zu der Kammer unten. Das klingt nach einem Deal. Ich stehe nicht zum Verkauf. Ich bin keine Söldnerin. Ich will Leben retten, mehr als du zählen kannst. Ich zähle die Leichen getöteter Marschälle. Ich zähle noch hunderte Tenakt, deren Leben auf dem Spiel steht. Das ist dein Problem, alter Mann. Kämpfen. Ich werde jeden töten, der den Frieden bedroht. Und du auch. Wenn du möchtest, dass ich für dich die Tür zur Kammer unten öffne. Okay. Nach deiner Logik, was hindert mich daran, dich zu töten? Und zu nehmen, was ich brauche, um alle zu retten? Versuche es.
Vielleicht gelingt es sogar. So oder so musst du kämpfen. Mein Plan kann Regala und ihr Gemetzel vielleicht aufhalten. Na gut. Regala sowieso schon so eine mehr elende, um den Stamm zusammenzuhalten. Kotverschmierte Fotze. Dazu können Krieger nur ernannt werden durch einen Urteilskampf namens Kulhut. Ich habe einen Aufruf zum Wettkampf ausgesandt. Doch da Regala vorhat, mich zu untergraben, wird sie gewiss dort angreifen. Und ich soll dich beschützen. Sie will mich vor den versammelten Clans töten. Und ich soll das verhindern. Und wetten. Du willst mich als Leibwächterin? Nein. Du verteidigst die Kulhut. Doch da ist noch mehr. Aus Angst vor Regalas Angriff weigert sich einer der Clans, seine Kämpfer zu entsenden. Du musst nach Norden und zwinge Tecote, den Kommandanten des Himmelsklans, dazu, seine Besten zu schicken. Boah, das mag ich eigentlich gar nicht. Ich soll ihn zwingen? Tu, was immer nötig ist. Ich kann die Kulhut nicht mit nur 2 von 3 Clans abhalten. Marschall Cotallo wird dir helfen. Er wurde im Fahrlicht verkrüppelt, aber er ist nicht nutzlos. Ich habe ihn nach Norden ins Dorf Steinquell geschickt. Triff ihn dort. Dann führt er dich zur Festung des Himmelsklans. Falls du Fragen zu deiner Mission hast, stelle sie jetzt. Was steht mir denn? Regala, Kammer unten. Ja, komm, ist egal. Ich tu, was du willst, und geh nach Norden zu Tecote. Aber vergiss nicht unsere Abmachung. Ich werde mein Versprechen halten, wenn du Erfolg hast. Sprich mit Decker, wenn du rausgehst. Der sieht zwar aus wie Karl-Heinz, aber ich glaube, der wird sein Dingsbums, der wird sein Wort schon halten. So, Decker, wo bist du? Lass mich dich bescheren. Nein, ich werde hier keine Lesbenwitze machen. Wir sind ja nicht im Espen, sondern die Besten. Hab ich's doch gemacht. Schande. Komm, lass uns reden. Ja, ich will erstmal looten. Das ist wichtiger als du. Hikaru sagte, du hast etwas für mich? Eine Klar, ein Küsschen. Für deine Mission. Du brauchst sie auf dem weiten Weg nach Steinfall. Dort streifen viele Maschinen herum. Und unsere Späher melden Regalas Rebellen in der Gegend. Maschinen und Rebellen. Beides nichts Neues für mich. Ach, die ziehen wir weg. Geh nach Norden zu den Hügeln. Steige hinauf, bis deine Beine brennen und dir die kalte Luft in der Lunge schmerzt. Lol. Dann weißt du, dass du im Reich des Himmelsklans bist. Folge den Wegen der 10, Aloy. Warum hast du an deinem Mund und deiner Nase so einen roten Pfeil? Das sieht aus, als hättest du... Das sieht aus, als hättest du eine Periodenspalte geschnuckelt. Na komm, ist egal. Wenn ich Eta haben will, werde ich wohl mit Hikaru auskommen müssen. Ich sollte lieber zu Marschall Cotallo in Steinfall. Es geht schneller, wenn ich eine Maschine reite. Ja, aber ich will keine Maschine reiten. Ich will durch die Gegend laufen. Das macht viel mehr Spaß. Und verzeiht die ungestümen Witze. Schweinchen! Schweinchen, bleib hier! Ich will dich! Ich will dich auf meinem Teller! Toll! Wildfleisch voll, na super. Das Tier ist umsonst gestorben. Wen haben wir denn hier? Warte, ich will mal gucken. Die Aloy hat ja gesagt, sie will reiten. Dann muss ich theoretisch nur aus der Konsole rausspringen und dann. Nein. Ich kann jetzt Dornrücken überbrücken und reiten. So. Yo. Es gibt mal Stoff hier, alter Mann. Ah, okay. Yo. Dendel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 
Voll ein in die Breitseite. Darf ich damit? Aua! Erstmal gucken. Na, du Lümmel, Alter. Weg mit dir. Fuck, wie hat er mich getroffen? Du Lümmel, komm her. Lappe. Autsch. Du Sausack. Na warte, ich kack den dann Nestvogel. Jetzt aber. Ja, natürlich, natürlich, klar. Alter, wollt ihr mich verarschen? Na komm, mach's mal auf, Arschloch. Na komm. Ich Vollidiot. Na komm her, du kurverschmierter Mongoloid. Volle Kanne. Was war denn das, Specki? Hm? Komm mal zu Mami hier. Alter. Mei, Leute. Autsch. Na komm her. So. Keine Muni mehr. So, jetzt schmieren wir uns erstmal Lippenbalsam ins Gesicht. Dann sind wir dreimal so stark. Traurigerweise klappt's. Wie nennt man einen das nehme ich mir. Hund auf Französisch? Haha, Labello. So, liebe YouTuber. Ich will die Parts. Ich nehme immer vor, die Parts nicht so lange zu machen, aber eigentlich werde ich es nie unter 40 Minuten schaffen. Ach ja. Spricht fürs Spiel. Muss man ja zugeben. Ist natürlich mal eine schöne Reitmaschine im Eimer. Aber jetzt bin ich wach. Tausend Meter nach Norden. Beziehungsweise... Hase! Ach, fuck. Habe ich den jetzt getroffen? Ich weiß nicht, ob das ein Blitz war. Okay, das war nur ein Blitz. Ich dachte schon, oh fuck. Feuer ist hier hilfreich. Feuer? Hallo, Schnappmaul. Will zwar nichts sagen, aber... Yo! Alter, wo bist du denn hingesprungen? Hast du wohl Hummeln im Arsch, ne?
Will zwar nichts sagen, aber... Ankotzen musst du mich ja jetzt nicht, ne? Er hat gesessen. Na komm, Bubble. Komm. Yo. Versteck dich hinter deinem toten Kameraden, du Lümmel. Oh, 2 gegen 1 ist unfair, ihr Lappen. Das war's schon in der Schule. Die armen 2 Typen, die sich mit mir gemessen haben. Oh, hat das wehgetan? Arschloch. Ich spiele auf leicht, auf normal. Was zum Geier? Alles klar. Ey, Leute, gerät jetzt zum Lieferdienst. Alter, willst du mich hier rollen oder was? Ist ja wie ein Dark Souls, Invisible Move. Oh, jetzt aber. Oh, fick mir doch ins hässliche Arschloch, ey. Du kleine, dreckige Fotze. So. Ja. Oh, Leute. Bis zum nächsten Part. Tschüss, YouTuber.